Es sollte ein Routineeingriff werden und deshalb willigte ich ein, ohne mir irgendwelche Sorgen zu machen. Die Krankenschwester half mir, auf den Operationstisch zu gleiten und warf mir einen mütterlichen Blick zu. Mach dir keine Sorgen, wir wissen, dass es dein erstes Mal ist. Wir werden dafür sorgen, dass es eine angenehme Erfahrung für dich wird. Mit diesen beruhigenden Worten schlief ich ein. Als ich aufwachte, schwebte ich über meinem Körper auf der rechten Seite und sah nach unten, wo das medizinische Team versuchte, einen leblosen Körper wiederzubeleben. Ich betrachtete die Szene mit Desinteresse. Das Operationsteam war verzweifelt. Die Farbe Rot war überall, auf ihren Kitteln und auf dem Boden und in der nun weit geöffneten Bauchhöhle war eine leuchtende Pfütze mit einer fließenden roten Substanz. In diesem Moment begriff ich nicht, dass der Körper, an dem gearbeitet wurde, mein eigener war. Aber das war auch egal, denn ich befand mich in einem Zustand schwebender Freiheit, spürte keine Schmerzen und hatte eine tolle Zeit. Ich wollte dem verzweifelten Menschen unten zurufen: Hey, mir geht es gut, es ist fantastisch hier oben. Aber sie waren so sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt, dass ich sie nicht stören wollte. Ich war in ein anderes Reich des totalen und absoluten Friedens gereist. Ohne physischen Körper konnte ich mich ungehindert bewegen. Die Gedanken waren der Weg, auf dem ich reiste. Ich schwebte durch die Schwärze, wo es keine Angst, keinen Schmerz und keine Missverständnisse gab, sondern nur ein Gefühl des Wohlbefindens. Ich war von totaler Glückseligkeit in einer Atmosphäre bedingungsloser Liebe und Akzeptanz umgeben. Die Dunkelheit war warm und weich, eine Decke aus samtener Liebe, die sich endlos ausdehnte. Die Freiheit des totalen Friedens war intensiver als jedes ekstatische Gefühl, das ich je auf der Erde empfunden habe. Und in der Ferne winkte mir ein Horizont aus strahlend weißem, goldenem Licht entgegen. Als die Helligkeit zunahm und sich die Strahlen bis zu mir ausdehnten, spürte ich, dass die Zeit, wie wir sie kennen, nicht mehr existierte. Zeit und Existenz vermischten sich und verschmolzen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem einen Moment. Ein Gefühl der Allwissenheit umhüllte mich. Jeder Teil meines Wesens wurde mit einer unbeschreiblichen, bedingungslosen Liebe erfüllt. Alle Fragen wurden beantwortet. Ein innerer Frieden ohne Streben und Leistung wurde geschaffen und verstanden. Es blitzte in meinem Kopf auf. Das war die angenehme Erfahrung, von der die Krankenschwester gesprochen hatte. Ich verstand, warum sie es nicht weiter ausgeführt hatte. Worte und Beschreibungen verloren irgendwie die Essenz der Erfahrung. Und während ich die Schönheit des Lichts bewunderte, wurde ich näher herangezogen und spürte die strahlende Wärme, die unendliche Liebe und den anhaltenden Frieden. Ich fühlte mich wie zu Hause. Zu Hause im Licht. Bevor ich weiter in das Licht eintauchte, wurde ich mir vieler Geister bewusst. Sie umgaben, umarmten und unterstützten meine Reise mit ihrer Sanftheit, ihrem Wissen und ihrer Führung. Ich spürte, wie sich einer von ihnen von meiner rechten oberen Seite her näherte. Diese vertraute Präsenz meldete sich und meine Gefühle wandelten sich zu purer Freude, als ich meinen 30-jährigen Schwager entdeckte, der 7 Monate zuvor an Krebs gestorben war. Meine Essenz bewegte sich, um seine Essenz zu treffen. Ich konnte weder mit meinen Augen sehen, noch mit meinen Ohren hören, aber ich wusste instinktiv, dass es Bill war. Ich hörte sein Lächeln, sah sein Lachen und spürte seinen Humor. Es machte keinen Sinn, aber es war völlig logisch. Wir waren getrennt, aber wir waren auch eins. Es war, als ob ich nach Hause gekommen wäre und mein Schwager hier war, um mich zu begrüßen. Ich dachte sofort, wie froh ich war, bei ihm zu sein, denn jetzt konnte ich das letzte Mal, als ich ihn vor seinem Tod gesehen hatte, wieder gut machen. Ich fühlte mich traurig und ein bisschen schuldig, weil ich mir in meinem vollen Terminkalender nicht die Zeit genommen hatte, um mit ihm von Herz zu Herz zu sprechen, als er mich darum gebeten hatte. Mir wurde klar, dass ich nicht von ihm verurteilt wurde,
sondern von mir selbst. Ich war in seiner Lage. Ich lag im Sterben, wollte mich von den Menschen verabschieden, die ich liebte, und traf dann auf Menschen wie mich selbst. Menschen, die es nicht verstanden haben. Die nicht verstanden haben, dass man alle Errungenschaften, alles Geld und alle Anerkennung der Welt nicht mitnehmen kann, wenn man stirbt. Das Einzige, was du mitnimmst, ist die Liebe, die du verschenkst. Und Bill hat sein ganzes Leben lang Liebe verschenkt. In gewisser Weise war er bereit, unsere physische Welt zu verlassen und seine Arbeit in der geistigen Welt fortzusetzen. Menschen wie meine Schwester, die ohne ihren geliebten Mann zurückgelassen wurde, verstanden das manchmal nicht. Und ich dachte mir, ich muss daran denken, Gwen von meiner Entdeckung zu erzählen. Diejenigen, die weggehen, befinden sich in einem liebevollen Raum mit viel Führung, Verständnis und guter Absicht. Ihr Wunsch beim Abschied ist es nicht, anderen Kummer und Trauer zu bereiten, sondern den göttlichen Plan zu ehren. Es ist ihre Zeit für den Übergang, für die weitere Entwicklung ihrer Seele. Oft wird der verstorbene geliebte Mensch auf eine Weise wirken, die anderen Menschen hilft, ihnen dient und sie leitet. Und Bills sanfte Führung erlaubte mir, meine eigene Unschuld zu sehen. Ich verstand sofort, dass es im Leben um Menschen geht, nicht um Ziele. Ich stellte mein Streben an erste Stelle, um Anerkennung und Liebe von anderen zu bekommen. Als ich das begriffen hatte, vergab ich mir selbst für meine Taten, und als ich mir vergab, erhielt ich Liebe im Überfluss. Wenn man Liebe gibt, erhält und erfährt man eine enorme Liebe vom Universum. Bill war wie der Geist der vergangenen Weihnacht. Indem ich meine Vergangenheit Revue passieren ließ, konnte ich neue Dinge in mir entdecken. Viele Ereignisse wurden mir gleichzeitig gezeigt. Ich erinnerte mich an zwei Beispiele. Als ich 5 Jahre alt war, hänselte ich Tammy Fowler, ein anderes 5-jähriges Mädchen, bis zu den Tränen. Ich war nun in der einzigartigen Lage zu fühlen, was Tammy fühlte. Ihre Frustration, ihre Tränen und ihr Gefühl des Getrenntseins waren nun meine Gefühle. Ich empfand ein enormes Mitgefühl für dieses Kind. Denn ich war Tammy und brauchte Liebe, Fürsorge und Vergebung. Meine Essenz schenkte uns beiden Liebe. Eine Liebe, die so tief und zart war, wie die Liebe zwischen Mutter und Kind. Ich erkannte, dass ich, wenn ich einen anderen verletzte, dass ich dann immer nur mich selbst verletzte. Wieder erlebte ich das Einssein. Der nächste Vorfall war ähnlich. Ich hatte mich über Billy Bradley lustig gemacht, ein dürres, unterernährtes Kind mit Asthma. Er starb im Alter von 17 Jahren an einem Hirnaneurysma. Er schien in der Welt zu leben, in der ich mich befand. Trotzdem war ich mir nicht sicher, wo ich war. Als Billy 12 Jahre alt war, hatte er mir einen Liebesbrief geschrieben, den ich ablehnte. Ich erlebte seinen Schmerz, der zu meinem Schmerz wurde. Gleichzeitig empfand ich eine enorme Liebe für diesen Jungen und für mich selbst. Mein Kontakt mit ihm ging über das Körperliche hinaus und ich spürte seine Seele. Er hatte ein lebendiges, helles Licht, das in ihm brannte. Die Kraft und Vitalität seines Geistes zu spüren, war ein unvorstellbarer Moment. Vor allem, wenn man weiß, wie sehr er zu Lebzeiten gelitten hatte. Die Botschaft war klar. Die Botschaft war Liebe. Vor allem muss man zuerst lernen, sich selbst zu lieben, ohne zu urteilen und ohne Bedingungen. Dann wird man tatsächlich alle Menschen und alle Dinge auf die gleiche Weise lieben. Ich erkannte, wie wichtig Menschen im Leben sind, wie wichtig es ist, sie zu akzeptieren und zu lieben. Als ich mit Bill mein Leben Revue passieren ließ, gewann mein Urteilsvermögen die Oberhand und ich erinnere mich, dass ich dachte, ich habe in meinem Leben schon Schlimmeres getan. Meine Frage war beantwortet, bevor ich meine Gedanken zu Ende gedacht hatte. Alle Ereignisse in deinem Leben sind von Bedeutung. Alle Ereignisse in deinem Leben sind von Bedeutung. Wenn du alle Dinge verstehst,
Selbst die Erfahrungen, die du für unbedeutend hältst, wird dich das zu einem Ort großer Bewusstheit und großen Mitgefühls führen. Als ich mit meinem Rückblick fertig war, hatte ich verstanden. Ich spürte eine fast kathartische Befreiung und ich erlebte Emotionen ohne die körperlichen Anzeichen von Tränen. Und das brachte mich an einen tiefen Ort des Verständnisses und des Mitgefühls. Ich hatte mir nie Zeit genommen, darüber nachzudenken, wie sich mein Handeln auf andere auswirkte oder gar wie ich mich selbst behandelte. Ich empfand Trauer über all meine unbewussten Handlungen. Als ich mir meines unbewussten Zustands bewusst wurde, ließ ich all den Kummer los, den ich jemals verursacht hatte, und ging freudig in die Vergebung über. Andere Gedanken wurden mir übermittelt, und ich erinnere mich, dass ich dachte, wow, jetzt verstehe ich es. Alles an unserer Existenz ergibt endlich einen Sinn. Ich hatte noch mehr Fragen an Bill. Die Übertragung von Informationen war immens und beruhigend. Er sagte immer wieder, alles ist bekannt, du hast es nur vergessen. Ich hatte das Gefühl, nichts zu wissen, und doch gab es einen Ort in mir, der alles wusste. Ich fragte Bill, ob ich bleiben könne, und er sagte, es ist noch nicht deine Zeit, es ist ein Fehler passiert, du musst zurückgehen. Ich weiß noch, wie ich dachte, okay, ich gehe zurück, aber ich kann auch wieder hierher kommen. Im selben Moment waren seine Gedanken die meinen. Du kannst dir nicht das Leben nehmen. Selbstmord ist für dich nicht die Lösung. Das wird nicht reichen. Du musst zurückgehen und deine Lebensaufgabe leben. Ich antwortete, ich verstehe das, aber ich will nicht zurückgehen. Bills Gedanken kamen wieder zu mir. Es ist okay, wir gehen nicht weg. Wir werden für dich da sein. Seine letzte Mitteilung war, sag deiner Schwester, dass es mir gut geht. Mit diesen letzten Gedanken spürte ich, wie ich zurückging und durch die Dunkelheit nach unten sank. Ich hatte keine Angst. Und sofort spürte ich, wie ich in meinem Körper aufschlug. Meine Lieben, wir haben in diesem kurzen Bericht viele wertvolle Hinweise darüber erhalten, wie wir unser Leben alternativ leben und anpassen können und wie das Auswirkungen auf die Welt, aber auch auf unser Leben hat, während es noch anhält. Und nicht nur das, diese Anpassungen werden weite Kreise für unser Leben nach dem Austritt aus dem Körper haben. Das Thema Verurteilung wurde zuerst angesprochen. Es sind nie die anderen, die uns verurteilen. Gottes Natur selbst ist nichts anderes als Liebe. Gott kennt unsere Unwissenheit und unsere Blindheit. Gott kennt unsere Schwierigkeiten und Naivität. Gott weiß, wie sehr wir uns in falschen Konzepten verrannt haben, während wir gleichzeitig nichts vom ganz großen Bild unserer eigenen Existenz begriffen haben. Es ist wie der Traum von letzter Nacht, den wir im Moment des Träumens für wahr gehalten haben. Nur begreifen wir nicht, dass unser Wachbewusstsein im Grunde auch nur eine weitere Stufe auf einem unvorstellbar breiten und hohen Spektrum von Bewusstseinsstufen ist. Wir leben in der Vorstellung, dass jeder von jedem getrennt ist und getrennt leidet, lebt und stirbt. Doch das ist nicht der Fall. Wir sind immer beschützt. Über uns wird immer gewacht. Gerade weil wir uns mit unserem Leben, jeder einzelne von uns, auf ein mutiges Abenteuer der Entwicklung und Selbsterkenntnis begeben haben. Wir haben es in anderen Berichten gehört. Unser Körper gibt uns einzigartige Möglichkeiten des Wachstums. Ohne Körper kann man es nicht erfahren. Also, wie es ist, Abhängigkeit von Substanzen oder Abhängigkeiten von körperlichen Freuden zu überwinden. Manchmal kommt mir der Vergleich mit meiner Militärzeit, wenn ich über unsere Schwierigkeiten als inkarnierte Seelen nachdenke. Es gab dort diesen langen Parcours mit Wassergräben, Holzwänden, Stacheldraht. Es gab Sprints mit schwerem Gepäck und wir wurden von den Ausbildern angeschrien und angetrieben. All das hatte nicht den Sinn, uns Schmerzen zuzufügen oder zu erniedrigen, sondern uns stark zu machen. Mir hat es nicht gefallen, ich habe es nicht genossen, aber es scheint, dass unser Leben im Allgemeinen eine ähnliche, aber viel komplexere Funktion erfüllt. Und wenn wir dabei versagen, verurteilen wir uns immer nur selbst. Denn auf der anderen Seite fühlen wir, was wir den scheinbar anderen Menschen angetan haben.
Aber wenn wir uns verurteilen, vergessen wir, dass all die anderen Menschen genau der gleichen Illusion erlegen waren und dass alle Fehler begangen haben, um daraus zu lernen. Es ist das Begreifen dieser Tatsache, die uns den Weg aus der persönlichen inneren Hölle ebnet. Denn wenn wir anderen ihre Fehler vergeben, wenn wir das aus tiefstem Herzen und vollstem Verständnis heraus tun, gibt es gar keine andere Wahl, als uns selbst schließlich auch zu vergeben, was sicherlich der schwerste Schritt ist. Es kann uns niemand auf der ganzen weiten Welt härter anklagen als wir selbst. Niemand kennt uns so intim wie wir selbst. Und deshalb kann uns auch niemand so umfassend vergeben, wie wir selbst das tun können. Das ist allerdings unmöglich, wenn wir uns Selbsttäuschung über Selbsttäuschung aus Bequemlichkeit heraus hingeben. Es ist der schonungslose Blick, dem wir uns selbst unterziehen müssen, der uns hier aus der eigenen Hölle befreit. Verurteilung und Hölle haben wir selbst in der Hand. Im Grunde ist das wie der Mülleimer in der Küche, der nicht aufhört zu stinken, bis man ihn schließlich geleert hat. Doch man muss hinsehen und feststellen, was denn da wirklich so furchtbar stinkt, wenn der Müll schon lange nicht mehr herausgebracht wurde. Wenn uns klar wird, dass wir in den meisten Fällen praktisch null Einfluss auf andere Menschen haben, dass wir bei ihnen immer nur auf Widerstände stoßen, dann begreifen wir, dass das Einzige, das wir überhaupt im Leben kontrollieren können, dass wir das selbst sind. Der Konflikt im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine, der Hurricane, der Haiti zerstört hat und all die Katastrophen. Warum sollten wir dem konstant Aufmerksamkeit schenken und unseren eigenen inneren Müll unbeachtet lassen? Es ist doch so, Aufmerksamkeit ist eine sehr begrenzte Ressource. Lenken wir sie besser auf das, was uns zu besseren, glücklicheren Menschen macht. Wenn uns das gelingt, dann ist alles möglich. Der Eimer voller Wasser besteht nur aus vielen kleinen Tropfen, die ihn schließlich gefüllt haben. Und jeder von uns ist solch ein Tropfen. Und wenn wir wirklich eine andere Welt haben möchten, gibt es keinen anderen Weg, als dass jeder seinen eigenen inneren Müll hinausbringt. Das ist der einzige Weg, der funktioniert. Selbstverantwortung führt zu einer besseren Welt. Gute Beispiele führen zu einer besseren Welt. Vom Reden wird die Kuh nicht gemolken, hieß es früher. Ich denke mir, heute könnte es heißen, vom Nachrichtengucken, von Klatsch und Tratsch, vom täglichen Posten auf Facebook und Co. entsteht keine bessere Welt. Das Schöne ist, dass uns die Welt im Grunde sogar völlig egal sein könnte. Wenn wir nur begreifen, dass wir alle wirklich eins sind, wenn das unsere Motivationen und Ziele ändert, wird das unweigerlich zu unserem inneren Frieden zu Lebzeiten führen und damit die ganze Welt ganz sicher zu einem besseren Ort machen. Wir können im Grunde, wie wir hier heute wieder gelernt haben, am Ende des Lebens nur Liebe mitnehmen, nur die Früchte unserer mitfühlenden, konstruktiven und liebevollen Taten, denn wir werden fühlen, was wir alles angestellt haben in den Jahren, die wir hatten. Ob es nun viele oder wenige Jahre waren. Aber wir werden es fühlen. Wir werden keinen Kontoauszug mit Bankschulden oder Millionen Guthaben darauf präsentiert bekommen. Da wartet keine Hütte in den Slums und keine Luxusvilla. Auf der anderen Seite sind wir alle wieder eins und gleich. Ob wir arm sind oder reich. Die menschlichen Probleme sind doch immer die gleichen. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren hat sich der fantastische Schauspieler und Komiker Robin Williams das Leben genommen. Ein Komiker, wenn das kein schlechter Witz ist. Und die Ironie bei allem ist, dass Robin Williams mal einen sehr, sehr guten Film über die Sinnlosigkeit von Selbstmord gemacht hatte. Der Film heißt Hinter dem Horizont. Er hatte Ruhm, er hatte ungezählte Millionen, aber was er nicht hatte, war ein ausreichendes Verständnis unserer aller Situation und unserer Aufgabe als Menschen aus Fleisch und Blut. Sehr schade. Sein Tod hatte mich sehr betroffen gemacht. Schon lange vor seinem Selbstmord war sein Film Hinter dem Horizont einer meiner Lieblingsfilme, der mich extrem gerührt hat. Und als ich dann von seinem Tod hörte, war ich einigermaßen fassungslos. Und das war ein riesiger Augenöffner für mich. Also ein Augenöffner, was das Thema Selbsttäuschung betrifft. Selbsttäuschung sind furchtbare Fallen, in die jeder läuft. Selbsttäuschung auf allen Ebenen und in Bezug auf alles und nichts.
Und diese zu überkommen ist sehr lehrreich, doch vor allem sind sie der Durchbruch zu einem glücklicheren Leben. Wenn irgendwas im Leben nicht läuft, kann unser Gedanke im Grunde nur sein, was wir selbst dazu beigetragen haben, damit es jetzt so ist. Oft ist es unsere Passivität und oft sind es völlig verkehrte Vorstellungen von Situationen. Doch ein sicheres und probates Mittel, all dem aus dem Weg zu gehen, ist, seine Zeit zu wesentlichen Teilen in den Dienst des Wohlergehens von anderen Menschen und Lebewesen zu stellen. Ich meine, wenn man sich selbst aus dem Zentrum seiner eigenen Aufmerksamkeit herausnimmt und stattdessen andere in den Vordergrund rückt, das mag vordergründig dumm erscheinen, ist es aber nicht. Viele Sachen im Leben scheinen widersprüchlich zu sein, doch nur an der Oberfläche. Was wir in das Leben hineingeben, ist das, was auf uns zurückkommt, was auf uns zurückfällt. Da kommt über kurz und lang immer ein Echo zurück. Das, was wir in die Welt tragen, fällt immer auf uns zurück. Der geizige Mensch hat nie genug. Wir kennen alle solche Menschen. Und dem großzügigen Menschen mangelt es nie wirklich an irgendetwas. Ist das nicht interessant? Und jetzt kommt es. Das größte Geschenk, das wir der Welt und der Gruppe von Menschen in unserem Leben machen können, ist, ihnen unsere Aufmerksamkeit und unsere Liebe großzügig zu schenken. Liebe zu geben bedeutet Liebe zu erhalten. Das mag nicht zwangsläufig auf die Menschen zutreffen, die uns jetzt in den Sinn kommen. Doch die haben gerade vielleicht ganz andere Sachen in ihrem Leben zu leben und zu lernen. Doch wenn wir unsere Liebe großzügig und ohne Unterschiede zu machen auf die Welt verteilen, wird viel Liebe aus unerwarteten Richtungen zu uns zurückkommen. Im Grunde müssen wir uns nur selbst fragen, würde ich lieber geliebt werden und richte meine Aufmerksamkeit deshalb stark darauf, Liebe zu geben? Oder möchte ich lieber Karriere machen, Geld machen, Status, Ruhm oder Prestige erreichen, diese Sachen eben, und als Folge dessen in einer Welt, die von Wettbewerb dominiert ist, höchstwahrscheinlich nicht sehr geliebt werden? Das müssen wir uns im Grunde nur fragen. Was wollen wir? Denn Wettbewerb bedeutet, dass nur einer gewinnen kann, während andere zurückfallen. Das bedeutet aber, dass man einsam wird, wenn andere zurückfallen. Aufrichtige Liebe ist dort nur schwer zu finden. Es gibt Ausnahmen, aber das Prinzip ist, was hier zählt. Zusammenarbeit hingegen, also Kooperation, lässt alle gewinnen. Das macht deutlich, es gibt übergeordnete Ziele. Die Familie beispielsweise. Es hat alles Bedeutung, haben wir in diesem Nahtoderfahrungsbericht gehört. Das macht doch Sinn, denn alles führt ja zu etwas anderem. Alles ist miteinander verbunden. Es gibt keine Teile, die für immer isoliert bleiben. Und kleine Gesten können große Wirkungen zeigen. Das ist wirklich so. Vor ein paar Jahren ist mir in einem Einkaufszentrum mal ein Schlüssel oder irgendwas aus der Hand gefallen. Und noch bevor ich selbst dazu kam, mich zu bücken, hat eine ungefähr 40-jährige Frau sich schon selbst gebückt und mir die Schlüssel mit einem freundlichen Lächeln zurückgegeben. Ich war so überrascht von dieser Freundlichkeit, die man heutzutage nur noch ganz selten erlebt. Und noch weniger in einem überfüllten Einkaufszentrum. Das hat meinen Tag damals verändert. Das war wie eine kleine Injektion der Hoffnung. Das war wirklich wie ein Lichtstrahl und offensichtlich denke ich ja heute noch daran. Also alles hat Bedeutung und natürlich umso mehr all die kleinen Hässlichkeiten, die heutzutage begangen werden. Es ist so normal geworden, unaufmerksam, verletzend oder egoistisch zu sein. Diese vielen kleinen Handlungen fressen täglich unsere Seele neu auf, so als würde unsere Seele täglich erneut zu einem Schwarm Piranhas ins Wasser geworfen werden. Aber dort ist einer der Piranha des anderen. Einer ist der Teufel des anderen. Und diesem täglichen Kreislauf muss man sich einfach entziehen. Und Bewusstheit ist der Schlüssel zu diesem Problem. Wir müssen wieder bewusster werden, was wir eigentlich sagen und was wir tun, besonders in den kleinen Dingen und Worten. Wenn wir wieder bewusster werden, weil wir bewusster sein wollen, dann können wir viel verändern für die Welt und schließlich auch für unser eigenes Leben. Der Wassereimer besteht aus vielen kleinen Tropfen, von denen du und ich jeder einer sind. Aber wir sind auch das Wasser.
welches das Leben der Welt ist.